Oh, die sind ja schon abgezogen hier. Das ist dann auch gut, wenn die hier abgezogen sind, die Truppen. Also gut, von hier aus zum Turm des Berges. Weil ich hätte gerne, bevor ich überhaupt mich mit den Geistern anlege im Turm des Morgengrauens, wäre es mir lieber, wenn ich die Buffs hätte, die, also die Rastboni. Und deswegen mache ich so, dass ich erst hier hinreise und dann zum Turm. Das wäre dann übrigens schon mein vierter Turm. Und ja, ich denke, ich wechsle. Oh, cool. Das ist sogar beides schon fertig jetzt. Ich denke, ich wechsle Lyra wieder aus. Fatebinder, it is good to see you. By this point, I've usually been passed off to someone else for more training. What do you need? Ja, ich möchte, dass du well, mitkommst. Then, let's go. Goodbye to you too. Lyra raus? Ja, Lyra. Nimm's nicht so persönlich. Vielleicht werde ich dich... Kann ich meine Gruppe auch so irgendwie... switchen? Dann würde ich nämlich Tötet im Schatten mal wieder für eine Weile rausnehmen und Lyra mal wieder reinnehmen als Nahkämpferin. Und ich hätte mal kurz gerne einen Händler. Du siehst ja wie ein Händler aus. Ja, ein dürrer Mann. Und das Schicksalsbild ist genau, wovor ich dir abraten würde. Das mag funktionieren, wenn du 100 Steinschilde hinter dir hast, aber jemand wie du gedeiht mit etwas mehr Kreativität. Ach, ich will. Achso, das ist ein Lehrmeister, okay. Du bist Schicksalsbinder Kesper. Leichenauge. Habe ich hier überhaupt einen Händler? Lass mich mal kurz gucken. Skill, Skill, Skill. Leichenauge, der einzigartige Gegenstände verkauft. Okay. Leichenauge, zeig mal, was du hast. Lass mich mal sehen, was du auf Lager hast. Mit denen rede ich irgendwann mal bei Gelegenheit. Rüstung der scharlachroten Wüter. Was trägt Lyra? Kann ich gerade nicht sehen. Schade. Also das Haupt... Gezackter Fellmantel. Das ist aber nicht der Gegenstand, den ich brauche für das eine Artefakt, oder? Nur Tötet im Schatten kann ausrüsten. Helm eines Purpurspeeres. Sieht alles nicht so beeindruckend aus. Ja. Gegenstandstyp. Ringklinge. Also eine Bronzephalanx kann schon mal weg. Dann hatte ich hier auf jeden Fall eine bronzene Axt, die weg kann. Der lila de Bronze Katar. Ach, der kann auch mal weg. Speere behalte ich einfach mal aus Prinzip. Auf das Titan. Bronzener Dolch kann weg. Gefahr im Verzug. Der kann bleiben. Bronzeschwert aus Ardent will ich auch mal behalten, weil es cool klingt. Bronzene Großaxt kann weg. Ringklinge. Plus ein Bronzering bei Kill? Pff, eigentlich böse. Weinende Wunde, stufenvoll Großbogen, der kann jetzt auch mal weg. Blutkantorstab brauchen wir auch nicht unbedingt. Obwohl, der Blutkantorstab. Siren trägt ja immer noch ihren Stab, der Blutkantorstab. Auftrittsskills SPS, aber geringere. Nö. Also weg mit dir.
Bronzener Turmschild, der kann auch mal weg. Nur der Geschmiedenschild bleibt, wo er ist. Bronzener Wolfdolch kann auch weg. Eisenschreiterhelme brauche ich beide nicht. Ich brauche eigentlich die gesamte Eisenschreiterrüstung nicht. Obwohl, ich behalte mal ein Set zur Komplettheit. Hornstiefel. Ah, so geht das schneller, weil Hornstiefel brauche ich auch nicht. Sandalen eines Adligen. Nicht so wirklich. Plan des Feiglings. Nee, Eisenstiefel. Können auch mal weg. Leichte Bronzestiefel auch. Stoffarmschienen sind schlechter, haben nur mehr Erholung. Handschuhe des Momentums. Nö. Schwerer Bronze, schwere Bronze, Rüstung und Kyras können auch mal weg. Wow, habe ich schon viel Geld. Die Heiltränke brauche ich auch nicht, die können weg. Hier will ich nichts verkaufen, hier darf ich nichts verkaufen. Zerschlagene Glasfiole. Eisenstab kann auch weg, denke ich mal. Das kann alles weg. So. Handeln. Ich werde wahrscheinlich wirklich ihre ganze Ausrüstung mal verbessern. Ich hätte hier halt noch einen Händler, der hat bessere Abwehr. Das hat halt keine Abwehr. Aber sieht wahrscheinlich besser an ihr aus. Blutkantorleder. Jetzt ziehe ich mal beides raus und probiere es an ihm mal aus, wie das aussieht. Wobei ich denke, das Blutkantorleder. Ich nehme es zurück. Das sieht ja richtig badass aus an ihr. Okay. Ja. Das sieht richtig cool aus, Adia, das Blutkantorleder. Das heißt, die beiden Sachen doch weg. Dann geht es jetzt erstmal zu dem Turm. Und ja, ich weiß, ich verschwende jetzt Aufnahmezeit, indem ich das alles onscreen mache, aber ich will halt nicht, dass ihr was verpasst. Will do. So, was hast du für mich? Wie steht's um deine Forschung? Genau. Schriftroll. Segi der tödlichen Hiebe. Ah. Tödliche Hiebe. Akzent, der dazu führt, dass Terrato so Blitzzauber Ziel mit niedriger Gesundheit zusätzlichen Schaden zufügen. Fast schon besiegten Ziel verheerenden Schaden. Das wäre das hier. Könnte ich pimpen. Was sind Terratos? Terratos habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Nö. Gut. Da geben wir jetzt mal was Neues in Auftrag. Sehen wir mal. Artefakte erforschen. Oder Gegenstände erforschen. Artefakte. Erforsche Pläne und Anleitung für Artefakte. Forschung. Und von hier aus eher eine Esse. Ups. Abbrechen, ich will dahin. Hoppala. Tut mir leid. Da habe ich mich verklickt. Dumm, nie dumm.
So, hier sind wir jetzt richtig. I got it. Also, was hast du für mich geschmiedet? Herzblut ist ein Artefakt, ein Herzsucher, also was Böses. Dann schmiede was Neues für mich. Stiefel des Nachtschreiters benötigt immer noch den Hundehautmantel und Leder. Wächter. Das ist Zweihand. Immunität gegen Lahmwert ist Bronzerüstung. Einfachheit. Handschuhe des Alchemisten sind Lederrüstung, Leben beherrschen. Wäre was für Landry oder mich eigentlich? Benötigt aber 10 Tierhäute, davon haben wir nur 4. Klinge des Zauberers, Scorn. Das ist ein ziemlich böser Wurfspeer. Ich kann halt leider die Sachen nicht so einfach vergleichen. Eleganz. Aber ich denke mal, Scorn ist mächtiger. Ist sogar von Anfang an Qualität exquisit. Kostet 7 Bronze. Das ist noch verkraftbar. Und das rätselhafte Stück Metall. Also ja, gib mal Scorn in Auftrag. So, jetzt kümmern wir uns mal erst um das Herzblut. So. Bei Sirin. Ne, das müssen wir nicht mehr upgraden. Können wir das ab? Das könnten wir upgraden, ihr Kopfrüstung. Bärenhautstiefel, leichte Lederhandschuhe. Alles ist eigentlich besser und es steht hier sogar, so wie das jetzt aussieht. Barrick könnte ich extrem noch upgraden. Ich könnte sein Schild upgraden. Parieren, Ausweichen, Ausdauer würde alles hochgehen und die Erholung sogar sinken. Oder ich könnte bei mir die Schuhe des Scharfschützen upgraden. Nee. Das kann ich nicht mehr upgraden. Oh ja, Sirins Stab. So, noch einmal. Und bei Barrick würde ich sagen, die Schuhe. Naja, einfach alles nochmal upgraden. So. Jetzt ist Barrick ordentlich gepanzert. Und ich kann mir wieder Lyra als Nahkämpferin schnappen. Wo ist sie denn? Weil ich denke mal, mit tötetem Schatten hab ich genug zur Zeit. We'll wait for a short while. Will do. So. Ist das okay? On it. Und jetzt noch ihre Ausrüstung mir ansehen. Ist auf jeden Fall besser als beide Bronzekatare. Ja. Macht mehr Schaden und ist sogar, glaube ich, schneller, oder? Ja, ist okay so.
Einmal Hieb und einmal Stichschaden. Dann macht sie auch zwei verschiedene Schadensarten. Gut. Meine Truppe steht bereit. Wir machen jetzt erstmal wieder einen Cut und dann gehen wir zum unserem nächsten Turm. Also LP028. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.